Dieses Flattern immer von diesem Schokobo. Ah, total. Okay, warte mal. Dann muss ich die einmal noch annehmen. Was? Hier, warte. Dann wäre... Ah, ja, ja. Die lernst du an der Firma und projizieren. Also einmal die Quest und dann. Ich glaube, das hier war es dann noch, ne? Ja. Das heißt, warte, wo muss ich dafür hin? Da, ne? Irgendwo. Ich bin total unwissend. Danke. Mutterchen. Laufen kann er ja, was soll's. Ah. Ah, okay. Ich, ja. So, dann wieder zurück. Gut. Also manchmal sind diese Charaktere oder diese NPCs echt unheimlich. Okay. Okay. Projektion nun verfügbar. In den Gästezimmern der Herberge stehen Projektionskommoden bereit, die verändern von Ausrüstung. Du kannst einfach machen. Benutze das grüne Barett und probiere die Projektion noch einmal aus. Du kannst es aussehen als Ausrüstungsgegenstandes auf einen völlig anderen übertragen. Ohne dessen Parameter zu ändern, wähle dazu Projektionen im Untermenü des Basisgegenstandes. Neben dem Basisgegenstand und der Projektionsvorlage brauchst du auch ein Projektionsprisma. Als optischen Katalysator. Außerdem kommen als Projektionsvorlage nur Gegenstände in Frage, die du auch anlegen kannst. Denn mit neuem Aussehen versehener Gegenstand kann nicht mehr auf dem Markt angeboten und weitergegeben werden. Ja. Sehr schön. Teilchen. Das habe ich ja auch noch einmal. Abschließen. Färben. Du bist wohl in der Lage, Gegenstände zu färben und einen Ausrüstungsgegenstand zu färben. Musst du zunächst einen brauchbaren Farbstoff haben. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Sobald du über den passenden Farbstoff verfügst, musst du lediglich das Icon färben in der Kommandoliste auswählen. Okay. Die Frage ist, wie viel ich davon jetzt verstanden habe. Kommandos, ne?
sterben. Wir packen das einfach erstmal da rein. So. Und wie funktioniert das Ganze jetzt dann? Hast du am, wir haben schöne Outfits, wir können es auf andere Sachen übertragen. Ah, okay, ja, dazu bräuchte ich dann nur noch schöne Outfits. Das Einzige, was ich... Warte mal. Das Einzige, was ich, glaube ich, besitze... Ja gut, ist einmal das... Stimmt, einmal das Weihnachts-Outfit und einmal das, Thrive-Outfit. Irgendwas nicht so... Fette Katze! Gott, ich liebe fette Katzen. Fette Katzen sind toll. Habe ich mal erwähnt, dass ich fette Katzen liebe? Also nur im Spiel, ne? Ich hier nicht. Hallöchen. Ah! Ach du grüne Nonne. Ja. Bin ich dran. Legst du die Strafe-Sachen rein? Ich die einfach nur jedes Mal das Gefühl hatte, dass sie irgendwas falsch macht, aber ich glaube. So, warte, wo ist hier? Da ist noch was. Nee. Okay. Das ist schon mal gut. So, ich glaube, hoffe, denke, dass ich. Ah ne, hier ist noch was. Muss ich ja was vergessen. Okay. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich irgendwas falsch mache, schrei einfach. Schrei mich einfach an. Das passt dann. Handfinger lässt grüßen. Ignorieren. Ich denke da mal auf, dass wir hier unten gehen, oder? Projektionsplatten bearbeiten? Ja, nein, vielleicht. Okay. Teilchen. So, jetzt bin ich verwirrt. Ah, okay. Ah.
Das ist bei jedem machen. Und ich denke mal, ne? Okay. Nun? Wie sind meine Herzen, das Eichhörnchen? Okay, speichern. Ja. Okay. Hier auf C. Und ich nehme dann an hierauf. Okay, gut, da bin ich schon. Dann auf Anwenden. Ja, nein. ich fühle mich wie so ein kleines Kind, was. Ja, okay. Was gerade Mathe lernt. Ja, sieht zumindest besser aus als das, was ich davor hatte. Ja, wie gesagt, besser als das, was ich davor hatte. Denk mal, dann kann ich wieder raus, oder? Oder soll ich da noch irgendwas machen? Also für alle, die nur reinkommen, ich bin hier gerade. Ich werde gerade in wichtige Dinge eingeführt. Als Neuling. So, ich hab meinen Spaß. Wunde Fee. Gib mir eine Sekunde, bin ich eben klappen. Okay. Dann gehe ich so lange kurz mal wohin. Weil ich bin jetzt, glaube ich, schon wieder seit drei Stunden am Stream, ohne dass ich auf dem Klo war. Also ich bin gerade wieder zurückgekommen. Und es ist schon wieder so übelst kalt draußen. Ey, da friert man sich ja den Pimmels ab. Zeigt mir was. Ah, okay. Lasst euch Zeit. Alles gut. Gibt es eigentlich irgendwas, was ich noch machen kann? Okay, das ist Stufe 15. Ich muss mich echt schon die ganze Zeit so ein bisschen von abhalten. Dass ich nicht eine neue Klasse mache. Ist hier eigentlich irgendwas?
Nö. Hoffe ich. Wobei, was ich mal machen könnte. Ich denke mal, ihr findet mich schneller, als dass ich euch finden würde. Ich möchte einmal hier die Ätheriten freischalten. Damit ich endlich auch mal die einzelnen Orte hier komme. So, ja. Geht der nicht? Jo. Der Brief ist da. Okay. Sehr schön. Wie gesagt, ich laufe hier jetzt gerade und gucke meine Ätheriten ab. In der Hoffnung, dass ich alle finde. Hui. Wie ich mich kenne, verlaufe ich mich. Hier gibt es echt keine Quest, die ich noch so... Ne, ist alles Stufe 1. Stufe 1 Quest brauche ich jetzt nicht so. Es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so sinnvoll, wenn wir diese Quest machen. Welchen Ätherit? Habe ich den hier schon? Glaube nicht. Ja, das erspart mir dann ja, glaube ich, später auch Zeit, wenn ich hier die Sachen freigeschaltet habe. Spätestens, wenn wir die Klassenquests überall machen. Da ich in die Herrschaften. Ach so. Einmal auf der anderen Seite. Suchskaninchen, Alchemisten. Nichts, was wir jetzt unbedingt bräuchten. So, hier komme ich jetzt. Ich glaube, dafür müssen wir runter, oder? Ja, nein, vielleicht. Immer so diese ganzen unwichtigen Sachen machen. Okay. Kolosseum. Haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Ist hier irgendeine Quest, die ich noch machen kann? Arbeiter. Sieht mega cool aus. Alter. Sieht richtig gut aus. Ich bin ein Einer. Oh Mann.
Gott, ich will auch. Und ich will auch besser tanzen können. Oh Mann. So, ich brauche mehr Spielstunden in diesem Spiel. Paket. Und mehr Erfahrung. Oh. So ein bisschen Neid ist ja vorhanden, ne? Gesamtspielzeit Spielzeit 103 Tage, 9 Stunden, 18 Minuten. Ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was meine Gesamtspielzeit ist. Ich spiele das hier ja. Ja, gut, doch. Also insgesamt verbracht in diesem Spiel habe ich auf jeden Fall 90 Stunden schon mal. Aber die meiste Zeit war ich damit beschäftigt, neue Charaktere zu erstellen. Kann ich das allgemein machen oder muss ich dafür? Ich weiß es so lieb. Ich könnte es mir vorstellen. Also ich kann dir ungefähr sagen, wie lange ich dafür bräuchte. Jahre. In Herstellung. Nee. Sag's aber, ich bin im Raten sowas von schlecht. Ich glaube, ich falle wahrscheinlich eh gleich vom Glauben ab. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Boah. So. Wobei ich sogar ein bisschen mehr geschätzt hätte, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen mehr geschätzt. Bei mir, Erstellung. Weil. Ich habe am meisten eigentlich überlegt, welche Klasse. Das war bei mir eigentlich. Weil ich hatte halt, bei der Erstellung der anderen Charaktere vorher, die halt ich im Stream gespielt habe, da war es halt immer so, okay, wir probieren uns aus. Und als ich dann halt meinen Stream-Charakter gemacht habe, wusste ich halt schon, was ich nehmen möchte. Das hat mir die ganze Sache so ein bisschen vereinfacht. Ich glaube, für meinen allerersten Charakter habe ich eine Stunde gebraucht damals. Glaube ich. Gott, was macht ihr da? Das ist leicht unheimlich. Ey, ey, ey. Ich geh dann mal. apropos, was habe ich eigentlich noch für... Oh, nicht besonders viel. Ich habe doch bestimmt noch. Bin ich einmal. Nein. Ab wann kann ich noch mal weitermachen mit der Gilde? Brauchte ich da nicht irgendwas Bestimmtes für? Ist schon wieder viel zu lange her. Ah, okay, 35. Ja, bin ich ja fast. Eventuell.
Danke. So. Werde ich jetzt einmal davon jede Stunde zwei, dann bekommst du ein bisschen mehr XP. Super. Vielen lieben Dank. Dann werde ich nämlich einmal auch nebenbei noch die Hauptquest ein bisschen weitermachen. Weil dieses Strife-Outfit ist echt cool. Wobei ich auch gern irgendwann, es reicht auch in ein paar Jahren, was Weiblicheres hätte. Ja, nutzen. Oh, müssen wir hin. Diesen Weg Richtung. Diesen Weg Richtung. Huch. Nee, das wollte ich gerade nicht. Hallo, zitterndes Mädchen. Leb wohl, zitterndes Mädchen. Oh, meine dicke Katze. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö. Wahrscheinlich schon, nur ich übersehe es. Oder ist es über mir? Die Suche nach dem Weg. Nach den Leuten. Bei Jan weiß ich auch, wo ich hin muss. Geht es über mir noch irgendwo lang? Ah, da ist noch was. So. 2 von 5. Das heißt, irgendwo da hinten ist noch was. Was? Das ist wirklich über mir. Nee. Ja, nein, doch, vielleicht. Weiß es doch. Sieht nicht danach aus, nee. Nein. Mm-mm. Nüppeldi-nö. Da ganz oben wird es hundertprozentig nicht sein. Ich hasse das, wenn ich was suchen muss. Ah, da. Hoffe ich. Da. Dächen. Gleich kriege ich Drehwurm.
Gib mir das Pegasus, willst du nicht. Aber warum nicht? Pegasus ist doch toll. Wie soll ich das denn nicht wollen? Ich bin falsch. Oder? Ja. Ich schon durchgehend das Craft. Oh, okay. Aber haben wollen möchte ich es trotzdem. Ich werde es wahrscheinlich nicht haben, aber haben wollen möchte ich es trotzdem. Dicke Katze macht es viel besser. Ja gut, dicke Katze kann sowieso nichts übertreffen. Also es gibt nichts Besseres als die dicke Katze. Egal, als ob es als Begleiter oder sonstiges. Dicke Katze ist einfach... Oh Gott, so viele dicke Katzen. Ich will dicke Katze haben. Dicke Katze. Wie konntest du eine Erfahrung, was konntest du in Erfahrung bringen? Mir ist aufgefallen, dass einige der jungen Burschen nicht in der Siedlung waren. Sollten sie etwa... Ja, eventuell... Ja, nimm. Ein Kurzschwert für die Jagd und die Karte von Zanrak. Hm? Die Umgebung des Amulja-Lagers ist eingezeichnet. Die Narren werden es doch wohl nicht auf den Kristall der Echsen abgesehen haben. Welch töricht das Unterfangen. Die Amulja werden sie in Stücke reißen, bevor überhaupt jemand einen Fuß in das Lager setzen kann. Was ist nur diese, in diese jungen Gefahren? Darf ich dich noch einmal um deine Hilfe bitten? Die Karte, der Karte zufolge liegt ihr Sammelpunkt östlich von hier. Wenn wir uns beeilen, können wir das Schlimmste vielleicht auch verhindern. Eventuell. Östlich, ja. Ich liebe meinen Moppel. Ich liebe meinen Moppel. Ich bin langsam, aber moppelig. Die Musik dazu ist einfach mal so geil. Die Stummelbeinchen. Mutter. Okay, nee, komm nicht. War ja nur eine Überlegung wert. Lächeln. Trust mich nicht. Diese Stummelbeinchen. Ich glaube immer noch, dass es die Quälerei ist. Ein überfetteter Schokobo. Hier. Hallo, Leute. Wilfried, mehr haben nicht überlebt. Frag mich immer, warum sie das nicht komplett synchronisiert haben. Also, solche Szenen. Nein, 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 es ist noch nicht vorbei. Wir schnappen uns den Kristall und dann erleben die Galea Willred. Betet und bringt den Kristall da. Dann wird Ralga euch seine Kräfte leihen, hat er gesagt. Also haben wir uns ins Lager der Amalja geschlichen, und, um ihren Kristall zu stehlen. Doch wir wurden sofort entdeckt. Kriegt im Staub der Wüste, Ungläubige. Für euren Frevel am Heiligtum des einzig wahren Gottes Ifrit werdet ihr mit euren Seelen zahlen. Der Ifrit war cool, aber... für 14 Erstpunkte war ein kompletter Flug, deshalb hatten die kein Geld, um alles zu synchronisieren. Ja gut, ja, das würde es zumindest erklären. Aber geil wäre es trotzdem gewesen. So im Nachhinein vielleicht. Die Dummheit meiner Landsleute beschämt mich, doch der Preis, den du forderst, ist nicht recht, rechtens. So Seelen willst du haben, die Seelen von Kriegern werden
wir dir bieten. Junger Narren, möge es sein, doch die Zukunft unserer Nation ruht auf ihren Schultern. Wenn es gilt, für unsere Zukunft zu kämpfen, werden wir es gemeinsam tun. Ja! Und diesmal bitte ohne zu sterben. Dann bleib doch da hinten. Ich will dich hier vorne nicht. Ja. Oh, okay. Ich will doch nicht. Da ist Wilfried. Okay, das erklärt's. Okay, ja, ich habe für kurze Zeit Wilfried verloren. Alles gut. Aber warum stellt sie Wilfried auch genau in die Ecke da rein? Wilfried, ich brauch keiner. Aber schon klar, dass ich nicht verhindern kann, dass du stirbst, oder? Vor allem, wenn du dann aus diesem Kreis halt rausgehst. Jetzt schaffe ich es, dass der überlebt. Gerade, der ist jetzt gestorben. Nee. Leben tut er noch. Wilfried, stell dich doch nicht da rein. Kann dir mal jemand heilen, bitte? Habe ich mal erwähnt, dass ich Aufgaben, wo ich andere beschützen muss, hasse? Nein! Doch da. Nein! Wilfried, komm doch einfach zu mir. Mir so sicher. Halbwegs. Ja, ich glaube, diesmal sieht's gut aus. Yep.
Wilfried lebt auch noch. Diese Echsen sind erfahrene Krieger. Sie sind kein Gegner, den man leichtfertig erst zürnen sollte. Vermutlich folgt schon bald eine zweite Angriffswelle. Wir sollten schleunigst nach Klein Almigo zurückkehren. Warte doch, wir müssen in den Besitz des Kristalls gelangen. Wenn ihr zwei uns beisteht, schaffen wir das bestimmt. Du hast gesehen, was mit denen passiert, die den Amalfa in die Hände fallen. Oder etwa nicht? Muss ich dir etwa das traurige Schicksal derjenigen, die Ifrit gegenüberstanden, noch einmal in Erinnerung rufen? Die Legion der Unsterblichen spielt das Problem herunter, doch das ändert nichts am Elend des Besessenen. Und du erzählst mir, dass du freiwillig einer von ihnen werden willst? Aber davon hat der maskierte Mann nichts gesagt. Ich wusste nur, dass wir der Galea ohne Ralgas Beistand nicht besiegen würden. Darüber können wir uns daheim in Ruhe unterhalten. Sicher hat unsere treue Verbündete auch großes Interesse an eurer Geschichte. Naja, also halb. Was macht ihr da? Was wird das? Das ist so leicht creepy, ne? Okay. Ah, Schokomoppel. Oh, Schokomoppel ist toll. Ich will fliegen können. Wann konnte man nochmal fliegen? Ab Stufe 50? Okay. Ja, es dauert noch ein paar Stunden. Befürchte ich. Es ist an der Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen, Wilfried. Ausnahmslos. Es war also dieser maskierte Mann, der euch die Flausen mit dem Kristall in den Kopf gesetzt hat. Ja, so minimal, ne? Ja, er tauchte eines Tages auf, als meine Freunde und ich über unsere Pläne sprachen. Er sagte, er würde sein Wissen mit Freude mit denen teilen, die nach Macht streben. Doch mehr weiß ich nicht über ihn. Er verschwand so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Und löste sich einfach in Rauch auf. Und mir scheint, ist dasselbe mit unseren Träumen geschehen. Dieser Kerl hat mit uns gespielt, nichts weiter. Wie konnte ich mir bloß einbilden, wir würden diesmal etwas ändern können. Wir, Migeten sind dazu verdammt, hier elendig dahin zu vegetieren. Wilfried, Almigo ist unsere Heimat, aber sie ist nicht alles. Es gibt andere Wege und wir können sie frei beschreiten. Wie wir wissen, wie wir uns auch entscheiden, einfach wird es sicher nichts. Doch fehle das nächste Mal ein Pfad, auf dem du auf die Hilfe einer Abenteurerin aus einem fremden Land angewiesen bist. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Dir geht mein Dank und meine aufrichtige Entschuldigung. Auch ich möchte dir danken. Gütige Seele, wie du sind es, die unsere Hoffnung auf einen besseren Morgen geben. Wir stehen tief in deiner Schuld. Juhu. Es glitzert. Es glitzert und funkelt.
So, wo muss ich hin? Oh, okay. Hui. Ich vermute, dass ich gleich wieder unendlich viel lesen darf. Zu dir muss ich nicht. So. Ja, betreten. Willkommen zurück. Wie ist es dir ergangen? Von Haribert habe ich gehört, dass deine Reise dich bis in die entlegensten Winkel von Tanalan geführt hat. Konntest du etwas über die Maskierten herausfinden? Und was genau ist in Klein Amigo vorgefallen? Das interessiert eigentlich gar keinen. Die Armen vom Schicksal gebeutelten jungen Migiten dazu anzustarren, ihren Gott herbeizurufen, um ihren Elend zu entfliehen. Das ist pure Kriegstreiberei. Bislang war ich der Auffassung, dass die Unruhen in Neosea eine Folge der siebten Katastrophe wären. Doch allmählich kommen mir Zweifel. Es scheint, als ob im Hintergrund jemand viel Mühe darauf verwendet, unsere Nation nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Wir sollten in dieser Sache am besten direkt weitere Nachforschungen anstellen. Neue Informationen zu dem Prima-E haben uns schließlich noch nicht erreicht. Du bist und bleibst eine echte Schinderin, Minfilie. Lass die Arme doch mal etwas verschnaufen. Wie bitte? Ah, habe ich das laut gesagt? Ich hatte da, glaube ich, noch etwas Dringendes zu erledigen. Ja, genau. Seid ihr euch sicher? Ruhe dich etwas aus, doch dann sollten wir keine Zeit verlieren und direkt das weitere Vorgehen besprechen. So. Das überspringe ich ausnahmsweise mal. Einfach um Zeit zu sparen. Weil ich würde gerne in der nächsten halben Stunde gerne noch. Huch. Stufe 35 erreichen. Oh Gott. Bevor ich dann nämlich ins Bett gehe. Das Problem ist, dass ich halt leider morgen früh aufstehen muss. Ich gar keine Lust habe. Ich hasse Tage, an denen man echt mega früh aufstehen muss. Auf die Stimme gemacht. Oh Gott, ich glaube nicht. Ich fühle mich, die muss heute um 5 Uhr raus. Oh, 5 Uhr ist richtig kacke. Also morgen, ja gut. Ich muss um 8, also zwischen 8 und 9 Uhr müssen wir los. Ich muss auch so 6, 7 Uhr rum aufstehen. Ich kann mich zwar dann nochmal hinlegen, aber es ist halt trotzdem, ich bin ein Nachtmensch und ich bin gerne lange wach und schlafe dementsprechend auch gerne lange. Ich habe mich hier schon wieder verlaufen. Und für mich früh aufstehen ist die Hölle. Das ist einfach so.
Einhorn. Achso. Vielleicht lässt er sich von einer besonderen Abenteuer beruhigen. Jaha, möchte ich doch gerade machen. Hätte ich das nicht hier irgendwo... Klicksfors, vielen lieben Dank für dein Follow. Das letzte Einhorn seiner Art, ja stimmt. Oh, ich muss unbedingt das letzte Einhorn mal wieder gucken. Wo ich gerade das Einhorn sehe. Ich liebe ja diesen Film. Das letzte Einhorn. Und vor allem muss ich... Selbst nach Jahren muss ich immer noch bei heulen. Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe. Du bist echt nett, jetzt wo du es sagst. Eigentlich hat dieses finstere Gestalt überhaupt keinen Grund, mich umzubringen. Aber trotzdem, ich werde diesen grausigen Anblick so schnell nicht vergessen. Ich erinnere mich noch genau, es war eine Glocke zum Ende der Schicht, läutete. Ich war auf dem Weg zum schwimmenden Korken, als ich diese gruselige Gestalt im Wald sah. Ganz an Schwarz und das Gesicht unter einer großen Kapuze verborgen. Im Schlepptau hatte sie ein widerliches Monster, das aus nichts als Augen und Zähnen zu bestehen schien. Abgestoßen und neugierig zugleich schlich ich mich so nah ran, wie mich seine zitternden Beine trugen. Und dann sah ich ihn, den auf grausame Weise entstellten Leichnam einer Frau, überall Blut und Gedärme. Sowas willst du nie sehen, glaub mir. Mir ist das Herz bis in diese Stiefelkuppen gerutscht. Und mir war sofort klar, diese Gestalt in der Robe, das Gesicht hinter einer Maske verborgen, konnte nur ein Engel des Todes sein, der gekommen war, um die Seelen der Frau zu beanspruchen. Was genau jene maskierte Gestalt suchst du? Lebensmüde? Naja, jedenfalls kann ich dir versichern, dass du dann im Herbertskürbissee gut aufgehoben bist. Hier häufen sich in letzter Zeit nämlich lebensbedrohliche Vorfälle. Wenn sie dich interessieren, hast du die richtige gefunden. Wir Bergleute sind schließlich Spezialisten für Klatsch, Tratsch und Legenden. Am besten in Gesellschaft eines kühlen Feierabendbiers. Ja, das hätte ich auch gerne. Wohl warm. Wenn es uns das Geheule von Metrod erspart, erzähle ich dir gerne alles, was ich weiß. Hey, charmant wie ihr und je, was? Naja, jedenfalls habt ihr mich überzeugt. Lasst uns dieser freundlichen Abenteuer bei der Suche helfen. Wenn ich dafür nicht mehr lesen muss, ist alles gut. Doch, ich muss noch lesen. Oder? Ah, nee. Ja? Nein? Nein. Ich bin schon gemobbt. Tut mir echt schon fast leid. Ein kleines Stummelbeinchen. Jetzt habe ich ein Problem. Wieso das denn? Ich will das erzählen, wir aber auch keine Werbung machen. Ihr kann so nicht erzählen. Alles gut.
Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Aha. Ich bin dieser Mensch, ich komme egal wann immer auf die Leertaste. Wie vorhin bei Tomb Raider. Wir morgen um 15 Uhr wieder ein bisschen FF und das Spiel hat mich mega gepackt. Ein bisschen Pause, jetzt wäre ich übertrieben. Okay, inwiefern übertrieben? Wie kann man denn übertreiben? Aber verstehe ich, das Spiel ist echt, echt geil. Ich habe es jeden Tag gespielt. Wie gesagt, kenne ich. Ging mir tatsächlich damals genauso. Genauso wie mit Teil 7. Das waren beides so Teile, die ich immer und immer und immer spielen konnte. Hallo, Terrormilbe. Ja, ich glaube, Stufe 35 wird heute knapp. Vor allem, ich habe eigentlich überhaupt noch gar keine Lust, schlafen zu gehen, aber ich weiß, dass ich es muss. Ist das Schlimmste an dieser Sache. Aber wie gesagt, vielleicht. Also morgen um 15 Uhr sollte ich auf jeden Fall wieder zu Hause sein. Denk mal. Da ich ja sowieso am PC bin und Thumbnails mache, werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Wo bist du denn jetzt bei FF9? So, die Quests werde ich dann nächstes Mal machen. Ah, okay. Ah, das wird. Es werden noch so viele geile Szenen kommen. Das wird richtig. Ich glaube, dass du wirst dich über einige Szenen noch freuen. So. Ich überlege gerade, ich glaube, an meiner allerliebsten Lieblingsszene bist du noch nicht angekommen, glaube ich. Meine ich. Ich bin gespannt, wenn du dann da bist, was du dazu sagst. So. Ich werde jetzt wohl leider dann gleich. Mal ganz kurz neben Bildschirm. Okay. So, wir sind leider. Oh, Luna, dein Ernst? Ich muss mich jetzt tatsächlich in den letzten Minuten. Oh, okay. Warte. Ja, das machen wir noch einmal. Oh Gott, einmal Sport machen. Hatte ich ja heute Gott sei Dank noch nicht so oft. So, Luna, nur für dich mache ich nochmal Kniebeugen. Ich muss irgendwann meine Festzahl anlegen, wie viele ich davon mache. Vor allem, das Schlimmste ist, ich mache das eigentlich jeden Tag und ich hatte aber gestern oder vorgestern so mega Muskelkater. Alter! Ich kam kaum noch die Treppe hoch, ne? Das war der Horror. Es war echt der Horror.
Aber auf jeden Fall, vielen lieben Dank, dass du mir geholfen hast, beziehungsweise ihr.